Hallo liebe Gadget Magazin Zuschauer, heute mal wieder ein kleines Unboxing zu einem neuen Produkt, was bei mir hier zu Hause den Weg gefunden hat. Und zwar handelt es sich um dieses kleine schicke Gerät. Mein Kopf passt da gerade noch daneben. Das ist nämlich das Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam. Wie der Name schon sagt, ist das eine Webcam, die per Wi-Fi in euer Netzwerk eingebunden wird und dann, sage ich mal, ihr damit dann eben halt auch skypen, Ustream Streams erzeugen könnt, Google Talk natürlich auch, und das alles in 27p HD Qualität, nicht ganz Full HD, aber immerhin 27p reicht auch vollkommen aus, um das eben halt, sage ich mal, schön ins Netz zu streamen. Das hier ist mehr oder weniger nur die Kamera. Es hat hier unten so einen kleinen bauchigen, Sockel, um das immer auf die Haltevorrichtung immer drauf zu beamen. Und ansonsten gibt es hier oben einen großen Knopf. Dann gibt es hier noch eine Lamp-Taste, Mode-Taste. Was gibt es sonst noch? Und hinten natürlich An- und Ausschalter. Micro-USB und Mikrofoneingang. Wenn ich den jetzt mal anschalte, sollte hier oben natürlich Batterieladestatus erscheinen. Da ist noch die Wi-Fi-Statusanzeige. Hier eine große Cloud-Taste und jetzt blinkt hektisch die LEDs zum Batteriestatus. Aber das sagt nur mehr oder weniger aus, dass es jetzt hochgefahren ist. Ich könnte jetzt natürlich die Lamp auch noch anschalten. Da seht ihr schon, es ist natürlich noch eine Lampe integriert. Die Mode-Taste, damit kann man sicherlich die Modis einstellen, in denen man das haben will. Und na, es ist relativ schwer für so eine leichte Webcam, Schaltet sie nochmal aus und guckt nochmal in die Box hinein, was da sonst noch dazu kommt. Hier ist nämlich noch eine weitere Schachtel. Dort steht es eigentlich auch schon. Das ist mehr oder weniger die Transport- und Stativvorrichtung für die Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam. Wenn man die herausholt, dann hat man hier ein schickes Etui. Hier oben ist dann noch die Beule, oder besser gesagt die Beule, wo man dann die Kamera draufsetzen kann. Wenn ich das jetzt einfach mal, die ist sogar magnetisch. Ja. Damit kann man die Kamera natürlich auch ein bisschen justieren. Schrägstellen, kippen und so weiter und so fort. Dafür ist nämlich die Beule da und das Ganze ist eben halt magnetisch. So, Transport kann man damit natürlich auch vornehmen. Ja. Dazu braucht man dann nur noch die Kamera hier reinstecken, dann wird sie auch festgehalten und das Ganze wird dann hier oben einfach zugedrückt, wenn man die richtig reingesetzt hat. Ja, ich versuche die mal wieder rauszuholen. So, ist die wieder raus. Und nochmal das Ganze versuchen mal reinzusetzen und jetzt den ganzen Schachtel zu machen. Ich habe es noch nicht ganz drin, deshalb sitzt die auch noch nicht so richtig. Es ist ein bisschen sperrig und schwergängig herauszuziehen, aber macht ja auch nichts. Das Gute an dem Deckel ist, dass hier noch ein Schraubgewinde dran ist. Damit könnt ihr das zum Beispiel, ich hole mal kurz eine Schraube heraus, es an ein Stativ festschrauben. Und dann kann man die Kamera nämlich auch schön verwenden, um im Freien auf einem Stativ dran zu montieren, um dann vielleicht ein Livestream zu veranstalten draußen. Ja, so, das ist das jedenfalls das hier. Dann ist hier noch ganz wichtig, nochmal angezeigt, per USB schließt man das an die Steckdose. Ungefähr eine Viertelstunde soll man zum Aufladen brauchen. Dann ist die Kamera also komplett einsatzbereit. Was befindet sich hier noch drin? Hier in diesem kleinen Papp
Briefumschlag, nenne ich das jetzt einfach mal, befindet sich dann noch das Handbuch und Important Information Setup Guide. Was und wie man das eben halt, sage ich mal, alles in Betrieb nimmt, das sollte eigentlich relativ klar sein. Es ist ja kompatibel auch zu macOS. Und wenn ich dir jetzt den Rest der Schachtel an den halt mal entblättere, dann kommt natürlich, was soll es anders sein, Netzteil und USB-Ladekabel zum Vorschein. Schön ist, dass man eben halt einen Travel Charger bekommt, dessen Kopf man natürlich, je nachdem, wo man unterwegs ist, sage ich mal, einfach austauschen kann. Wir brauchen natürlich den deutschen Schuko-Stecker und ich würde mal sagen, so rum gehört er rein. Zack, fertig ist der. Wenn man den nochmal anders einsetzen will, dann muss man hier unten nur den Knopf hier wieder entriegeln. Und dann kann man den einfach rausnehmen. Schön gedacht. Ein Stecker für mehrere Stromversorgungen oder in verschiedenen Ländern. Und dann natürlich hier noch USB-Ladekabel auf Micro-USB. Das Ganze werde ich mir jetzt natürlich ein bisschen anschauen. Vielleicht schaffen wir es auch darüber, ein kleines Google Hangout mal zu starten. Und dann seht ihr auch das im Live-Betrieb. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich bei mir auf der Webseite. Und tja, zu der Logitech Broadcaster Wi-Fi Webcam gibt es dort viel mehr. Und wir sehen uns bald wieder mit einem weiteren Video.